Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Kommt alle rein zum Closing Event. Ja, nochmal schönen guten Morgen nach dieser durchtanzten Nacht. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu diesem Abschlussevent. Genau, hallo auch von mir. Kurz zum Programm. Wir haben jetzt nur schon eine Viertelstunde später angefangen, ist auch in Ordnung. Wir haben Sonntag, wir haben viel gemacht die letzten Tage. Und wir haben jetzt aber nochmal zwei sehr interessante Redebeiträge. Wir haben einmal Manon Aubry, die auch hier vorne schon sitzt, die uns einen Input geben wird und danach Tommaso Fatoni. Und wer genau diese Menschen sind, werden wir später noch mal kurz einführen. Und danach gibt es noch abschließende Worte. Ihr werdet zwischendurch natürlich auch noch mal die Möglichkeit haben, selbst zu Wort zu kommen. Und dann ist sie auch leider schon vorbei nach diesem Event hier, die ESU 2022. So, aber vorher, natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, oder wir müssen jetzt noch mal ganz viel Danke sagen. Dafür übergeben wir kurz noch mal ans Organisationsteam. Guten Morgen, da sind wir noch mal. Ich hoffe, ihr seid fitter als ich, aber es sieht nicht so aus. Setzt euch hin, hört zu. Ja, die Veranstaltung war, glaube ich, ziemlich gut. Ich möchte die Chance nutzen, mich zu bedanken bei den Leuten, die mich seit einem Jahr fett unterstützt haben, das Ganze hier aufzubauen. Und ich würde bitten, ein paar Leute mal kurz hier nach vorne zu kommen, die ganz vielen Ehrenamtlichen, die hier seit einem Jahr geplant und angepackt haben. Und zwar für das Kulturprogramm sind das Harald und Thomas. Für alle Filme und Ausstellungen und so weiter. Ich rufe einfach mal ein paar Leute auf. Frauke übergibt ein paar kleine Dankeschöns und dann machen wir vielleicht eine große Riesenapplausrunde, wenn wir alle hier haben. Die Helferinnenkoordination, die euch seit 5 Tagen in den Hintern treten, überall mit anzupacken. Tamara, Ralf und Andreas. Die Dolmetscherinnen haben wir gestern bedankt, aber es gibt eine Person, die die ganzen Dolmetscherinnen organisiert hat, und das ist Maria Wahle. Das Cafeteria-Team mit wirklich wahnsinnig tollen Getränken und Snacks und alles, organisiert von Ruben. Die Exkursionen für alle die, die auch mal raus wollten aus diesen vier Wänden, organisiert von Eva und von Sondos. Die Technik. Neben unseren Hauptamtlichen haben auch Ehrenamtliche die Technik mit organisiert, und zwar vor allem Sigi und Marvin. Kein Sigi da. Doch, da ist Sigi. Und dann haben wir von ATTAC Deutschland noch 4 wundervolle Praktis, die auch seit Wochen im Dauereinsatz sind. Praktikanten, Praktikantinnen Franziska, Maxim, Angela und Jotam. Die passenderweise ganz hinten. Genau, ihr braucht noch einen Moment. Dann möchte ich das Ganze abrunden mit, das war ja ein internationaler Kongress, mit der internationalen Vorbereitungsgruppe. Ich habe überhaupt keinen Überblick, wer noch hier ist. Ich lese einfach mal ein paar Namen vor, und wer es sich hört, kann gern mal kurz nach vorn kommen. Der James, Christophe Aguijon, Alice Picard, Dirk Friedrichs, Hugo Braun, Dorothy Guerot, Dominique Plihon, Marika, Hélène, Isabeau, Andreas Fisan, Janne, Jean-Robert, Verveen, Thomas Sablowski.
Oder ihr, genau, ihr winkt einfach mal. Das ist vielleicht auch ganz gut. Also ein paar sehe ich. Einfach mal wild winken. Gut, das war es erstmal von meiner Seite. Ich gebe nochmal an Frauke. Ja, ganz herzlichen Dank. Christiane, bleib mal hier. Und Hugo würde ich auch bitten. Weil jetzt mit den beiden stehen hier, glaube ich, die beiden. Der eine, der mit seinem unermüdlichen Einsatz, vor allem auch verbalem Einsatz und nachher tatkräftigem Einsatz, dafür gesorgt hat, dass diese ESO stattfindet. Unser Internationalist Hugo Braun, der in Attack Deutschland... Ja, bitte, klatschen. Der seit Jahren darauf bestanden hat, dass wir wieder eine europäische Sommeruniversität brauchen. Dann kam Corona, dann zeigte sich, jetzt können wir wieder Veranstaltungen machen. Wir haben es gemacht und Hugo, wir sind dir enorm dankbar dafür, dass du uns alle so angetrieben hast, dass wir das gemacht haben. Glaube ich, ist ein super Erfolg. Ganz herzlichen Dank. Hugo ist derjenige bei Attack Deutschland, der auch immer dafür sorgt, dass wir über unseren nationalen Tellerrand hinausgucken und schauen, was sich im europäischen Netzwerk noch so tut. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ihr alle kennt Christiane. Ich glaube, niemand auf dieser ESU hat noch keinen Kontakt mit Christiane gehabt. Ich saß oft oben im Orga-Büro und dann streckten Leute den Kopf rein und sie sagten eigentlich immer dasselbe. Ich suche Christiane. So. Und dann ging es um solche Sachen wie banal, da muss eine Tür aufgeschlossen werden. Dann ging es aber auch um ganz wenig banale Sachen wie, mein Auto ist abgeschleppt worden. Hört ihr noch? Ich weiß nicht, wo es ist. Und Christiane hing dann 2 Stunden am Telefon und hat bis ins, glaube ich, OB-Büro rein telefoniert, um ein Auto, das abgeschleppt worden ist, am Wochenende wieder auszulösen. Und natürlich hat sie ein ganzes Jahr vorher als sozusagen Leiterin, sage ich jetzt mal an der Stelle, des hauptamtlichen Orga-Teams hier geackert und hier unermüdlich war sie im Einsatz. Und was ich gehört habe, ich habe das nicht geschafft. Ich glaube, du warst auch unermüdlich dann abends noch dazu im Feiereinsatz. Und hast es dann geschafft, morgens, hier wieder fit und koordiniert da zu sitzen und zu sagen, okay, was ist das nächste Problem, das ich lösen soll? So, Christiane steht. Ja. Ja. So. Das musst du jetzt, das musst du jetzt aufhalten. Ja. 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 Ja, das ist ein total verdienter Applaus. Christiane steht auch ein bisschen stellvertretend für alle aus dem Büroteam, alle Hauptamtlichen hier, die auch ganz viel hier noch mitgearbeitet haben, die sich reingeschmissen haben über ihre Arbeitsgebiete hinaus. Ja. Genau, ganz herzlichen Dank an alle. Und ja, jetzt eine noch gute, erkenntnisreiche, schöne Abschlussveranstaltung wünsche ich allen. Moment, Christiane. Christiane durfte sich ihr Täschchen aussuchen. Danke. Ja, danke euch beiden. Ja, danke an Christiane und Frauke für die Danksagungen. Genau, ich möchte euch an dieser Stelle kurz unsere beiden Inputgeberinnen vorstellen. Wir haben zum einen Manon Aubry hier und Tommaso Fattori. Manon Aubry ist eine französische Politikerin und seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments und dort Co-Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Europäischen Parlament und sie gehört zum Zusammenschluss
der NYPS genannt wird in Frankreich. Und Tommaso Fattori ist Politiker aus Italien und er hat das erste europäische Sozialforum mit organisiert, war am Aufbau des alternativen Wasserforums beteiligt, am Alter Summit und an Florenz 10+10. Und jetzt würden wir als nächstes Manon bitten, uns einen kurzen Info zu geben. Und ihr habt danach natürlich auch die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Thanks, everyone. Hi to everybody. First of all, thanks. Vielen Dank für die Einladung. Ich werde zur Hälfte Englisch sprechen und Französisch sprechen. Leider reicht mein Deutsch dafür noch nicht aus, um meine Rede auf Deutsch zu halten. Ich fange mit Englisch an. Ich bin darum gebeten worden, über die Verbindung zu sprechen von Politik und sozialen Bewegungen. Und ich fange da an, wo ich angefangen habe. Ich sehe mich heutzutage immer noch als Aktivistin. Ich habe für Jahre für Nichtregierungsorganisationen gearbeitet, vor allem für Menschenrechte mich eingesetzt in Afrika. Ich habe das hier auch auf den Bildern gesehen, dass das auch Thema hier war. Ich habe dann auch noch für Oxfam gearbeitet, für Steuergerechtigkeit. Zu der Zeit habe ich Politik gehasst und ich hasse sie immer noch. Also würde man sich vielleicht fragen, vielleicht hasst du dich dann? Ja, und ich kann sagen, manchmal hasse ich mich. Der Grund, weshalb ich das sage, ist, als ich im Jahr 2019 da war und La France Insoumise da war, bin ich gefragt worden, ob ich Lust habe, die europäische Liste anzuführen. Und ich habe mir gedacht, auf gar keinen Fall. Also wirklich nicht. Und hier bin ich einige Jahre später und rede von der politischen Perspektive aus. Der Grund, warum ich Ihnen diese Geschichte hier erzähle, ist, dass wir hier viele Fragen aufkommen, wie wir die Welt verändern können. Als Sie zu mir kamen, habe ich mir gedacht, nee, geht gar nicht, auf gar keinen Fall, weil ich hasse Politik. Es ist gewaltvoll, es ist Sexismus. Es gibt keine jungen Leute, es gibt keine Frauen. Ich passe da nicht rein. Und dann habe ich gedacht, Moment, das ist genau das Problem. Es gibt keine Vorbilder für mich und ich kann mich damit nicht identifizieren. Und die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ich habe für Oxfam gearbeitet. Ich führe auch da Kampagnen. Dann habe ich gedacht, schaffe ich es nicht, hier viel mehr Unterschied zu machen, als wenn ich in die Politik gehe? Und dann habe ich gedacht, naja, schon. Aber ich habe weiter nachgedacht und habe gedacht, naja, um das Leben anderer zu verändern, habe ich festgestellt, wir haben noch keinen anderen Weg gefunden, das Leben von Menschen zu verändern, als über politische Wege. Und dafür brauchen wir soziale Bewegungen, die den Politikern in den Hintern treten. Gleichzeitig brauchen wir aber auch die richtigen Leute, die zum richtigen Moment die richtigen Knöpfe im Parlament drücken. Und ich befinde mich in einer Welt, die ich immer noch nicht leiden kann, die mir nicht so richtig gefällt, aber gleichzeitig bin ich der Meinung, wir brauchen diese Welt auch, um etwas zu verändern. Und deshalb bin ich heute hier. Denn ich denke nach wie vor, dass wir Koordinierung brauchen, dass wir gemeinsame Ruck brauchen in die richtige Richtung von den sozialen Bewegungen. Natürlich gibt es immer noch zwei verschiedene Welten. Und ich sage nicht, einem von euch kommt in die Politik. Ganz ehrlich, bleibt ihr, wie ihr seid. Wir brauchen die Aktivisten. Wir im Parlament brauchen euch. Wenn wir alleine sind und uns gegen große Unternehmen aussprechen und gegen Free Trade Agreements einsetzen, zum Beispiel das letzte, das unterzeichnet worden ist mit Neuseeland. Wir haben auch CETA hier angesprochen. Aber da gibt es noch genauso viele weitere Dokumente, die in Vorbereitung sind auf der europäischen Ebene. Aber trotzdem wissen wir, dass wir stärker sind, wenn wir wissen, dass wir soziale Bewegungen außerhalb des Parlaments haben. Und das ist auch ein bisschen Teil der Geschichte. Der NYPS, der neuen Koalition in Frankreich.
Die Frage war, wie wir einige von den Linksbewegungen und einige der sozialen Bewegungen miteinander kombinieren können. In Frankreich haben wir einige soziale Bewegungen gesehen. Wir hatten die Gelbwesten, wir hatten Umweltaktivisten, es gab Bewegungen gegen die Rentenreform, es gab feministische Bewegungen und Bewegungen gegen Polizeigewalt. Das, was wir gemacht haben, ist da zu bleiben, wo wir sind. Wenn man eine politische Bewegung ist, dann sollte man die Leitung einer Bewegung nicht übernehmen, aber man sollte sie voranbringen und sie schützen. Zu der Zeit der Gelbwesten-Proteste war niemand in diesem Bereich außer La France Insoumise. Und wir haben gesagt, wir müssen hören, was sie zu sagen haben. Es ist eine Bewegung, die sich für Steuergerechtigkeit einsetzt. Und die Idee war, dass die Ärmsten weniger zahlen müssen und die Reichsten mehr zahlen sollten. Das ist nichts weiteres als eine soziale Bewegung, die wir unterstützen sollten. Und so haben wir unsere Kampagne aufgebaut für die präsidentielle Wahl. Die Kampagne in Frankreich ist sehr lange für die Präsidentschaftswahl. Das dauert ungefähr 1,5 Jahre. Wir haben 8% zu Beginn gehabt und am Ende hatten wir 19%, wie Sie vielleicht wissen. Wir haben das gemacht und wir haben es auch geschafft und wir dachten zu jedem Zeitpunkt, dass wir, sobald wir einen Kompromiss eingehen, dass wir Probleme haben würden. Wir haben nie gedacht, wir müssen jetzt einen Kompromiss eingehen. Wir sind radikal und wir sind stolz darauf. Weil wir radikal sind und weil wir eindeutige Linie und Kante zeigen, weil wir mit den Sozialbewegungen zusammenarbeiten und zuhören, haben wir es geschafft, diesen Punkt zu erreichen. Und das ist etwas, was ich gelernt habe. Ich sage nicht, dass wir perfekt sind. Und wir haben nicht gewonnen, aber wir haben Fortschritt geschafft. Und das hat niemand gedacht zu Beginn. Alle haben gedacht, wir würden vielleicht so ein paar tausend Stimmen kriegen, bis zur zweiten Runde weiterkommen. Aber der Grund, warum wir so weit gekommen sind, ist vor allem, weil wir während der Kampagne wir haben gedacht, diese Themen können wir weiter behandeln, wir können da weiter drüber reden. Wir müssen Muslime schützen, wenn sie angegriffen werden von den Rechten. Wir brauchen aber auch eine klare soziale Nachricht und wir brauchen auch einen guten Plan für das Klima. Manchmal gibt es künstliche Grenzen und Barrieren zwischen den gesellschaftlichen Problemen, zum Beispiel Rassismus oder Feminismus und sozialen Problemen. Und wir müssen hier die Grenzen zwischen Klima und den Sozialbewegungen auch durchbrechen, denn diese Themen, die sind verbunden. Nur wenn wir zusammen uns hinstellen, schaffen wir etwas. Und was wichtig ist für die Politik, ist auch, dass man nutzvoll ist. Während der Wahl haben wir viel Solidaritätsarbeit auch gemacht. Wir haben Lebensmittel gesammelt, vor allem für während Corona, für junge Leute, die ihre Jobs verloren haben. Wir haben Kampagnen geführt für Menschen, die mehr über ihre Rechte gelernt haben. Wir haben einen Bus gehabt, der durch Frankreich gefahren ist und wir waren in finanzschwachen Stadtteilen und die Menschen dort wählen häufig weniger als andere. Und sie selber fühlen sich vielleicht auch als halbe Bürger, aber wir sehen sie als ganze Bürger und wir haben da viel gearbeitet außerhalb von den Wahlen, um dahin zu gehen, wo niemand hingeht. Und dort haben wir dann auch mit unterschiedlichen Organisationen kooperiert. So haben wir auch den Punkt erreicht, dass wir dieses Ergebnis erreichen konnten. Es ist spannend zu sehen, wo wir das geschafft haben, vor allem unter jungen Leuten tatsächlich. Da haben wir fast 50% erreicht der Stimmen. In armen Stadtteilen schaffen wir häufig mehr als 50%, manchmal sogar 70% oder 80%. Und hier ist es spannend zu sehen, dass wir gegen die extreme Rechte eingehen.
Es stimmt bis zu einem gewissen Grad, dass auch Marine Le Pen und die extremen Rechten in armen Stadtteilen gewählt werden. Aber wir können uns auch dagegen einsetzen. Und die Art und Weise, wie wir dagegen vorgehen können, funktioniert vor allem dadurch, dass wir dahin gehen und mit den Menschen reden. Weil die Rechte nichts macht für diese Menschen. Sie kämpfen für nichts. Und eine Erhöhung zum Beispiel des Mindestlohns war etwas, was wir uns vorgenommen haben. Und das hat die extreme Rechte nie gemacht. Es gab die Theorie von einer Stiftung, die eng mit der Sozialistischen Partei zusammenarbeitet. Und die haben gesagt, naja, warum sollten wir uns für diese Bevölkerungsgruppe einsetzen, weil die kaum wählen gehen? Warum konzentriert ihr euch nicht für die mittleren Schichten, die sowieso wählen? Und ich habe gesagt, arme Menschen sind keine halben Bürger. Und einige der Sachen, die wir lernen konnten als Linke in Frankreich, wenn diese Kategorie der Menschen in Frankreich wählt, dann schaffen wir das auch, dass wir einen Unterschied machen. Und so konnten wir das dann schaffen, dass wir dieses Ergebnis erreicht haben von 19%. Nur dann konnten wir das NÜPS schaffen. Ich werde jetzt auf Französisch weitersprechen. Sunny? So for a German and English speaker, you can wear. Also für die, die für Dolmetschung brauchen, hören Sie dann auf Ihr Headset. Und vielen Dank an die Dolmetscher. Okay, c'est comme ça qu'on a créé. So haben wir also die neue ökologische und soziale Union NÜP gegründet. Das haben wir nicht getan, weil wir uns gesagt haben, wir müssen uns zusammentun, um zu gewinnen. Wir haben es getan, weil dieses Programm und die Radikalität des Programms durch die Präsidentschaftswahlen entschieden wurde. Die Grünen, die Sozialisten und die anderen haben wir zusammengebracht, denn wir haben Verschiedenes erreicht. Wir wollen Verschiedenes erreichen. Wir wollen die Mindestlöhne erhöhen, die Renten verbessern. Das sind alles Vorschläge, durch die wir in der Präsidentschaftswahl Erfolg haben konnten. Und so konnten wir diese neue Union gründen. Wir haben sind kein Stück von unseren Ambitionen und Zielen abgewichen. So haben wir diese neue grüne und soziale Allianz gegründet. Eine französische Linke, die stolz ist auf ihre Werte und ihre Radikalität. Und so sind wir im Juni in die Legislativwahlen hineingegangen. Ich sage voller Bescheidenheit, denn ich bin erst seit 2019 in der Politik, all diese Dinge. Die linke Partei hat vor einigen Jahren noch sehr wenige Menschen im Parlament vertreten. Aber jetzt stellen wir 75 Abgeordnete im Parlament. Wir unterstützen soziale Bewegungen und so kommen wir voran, so können wir eine Veränderung anstoßen. Ich glaube, Schopenhauer hat gesagt, eine Idee, von der glauben wir am Anfang vielleicht, dass sie verrückt ist. Attac kennt das. Die Finanztransaktionssteuer etwa wurde am Anfang von Attac vorgeschlagen und wurde als verrückte Idee abgetan. Sie wurde bekämpft. Diese Idee kommt uns heute fast normal vor. Eine Übergewinnsteuer. Selbst im Vereinigten Königreich wurde das umgesetzt. Selbst dort werden Unternehmen besteuert, die während der Krise außergewöhnliche Gewinne machen. Stück für Stück werden diese Dinge normaler. Das Ziel ist es, schließlich die Macht zu übernehmen, aber immer indem wir unabhängig bleiben. Sehen wir uns die Geschichte Frankreichs an. Der Front Populaire
kam an die Regierung. Das war damals ein Bündnis, das NÜP ähnelt. Dahinter standen aktive soziale Bewegungen, die sich engagiert haben, die auf die Straßen gegangen sind. So konnte abgesichert werden, dass die Linke stärker wird. In Frankreich, in Deutschland, in all den Ländern müssen wir auf die Stärke der sozialen Bewegung setzen. So können wir die politischen Entscheidungsträger in Schach halten. So können wir politische Fortschritte erreichen. Die europäische Politik bietet uns Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten. Sehen wir uns Freihandelsabkommen an. Diese werden in den nächsten Jahren noch zunehmen. Sehen wir uns die Übergewinnsteuer an. Ich habe es bereits gesagt, als ich meinen ersten Änderungsantrag über die Übergewinnsteuer eingereicht habe, das war mitten in der Corona-Krise, da habe ich nur wenige Stimmen gewinnen können. Selbst die Grünen haben dagegen gestimmt. Aber im letzten April hat die Europäische Kommission dann gesagt, dass es doch vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn die Staaten Möglichkeiten finden, mehr Steuern einzunehmen. Und es kann doch nicht sein, dass Unternehmen auf dem Rücken der Leute Gewinne erzielen mitten in der Krise. Und das sollte dann besteuert werden. Ich bleibe hier vorsichtig. Ich sehe, dass Staaten wie Frankreich diese Maßnahmen noch immer ablehnen. Aber es gibt Kämpfe, die wir gemeinsam kämpfen müssen. Am Anfang ist man vielleicht allein, aber am Ende sind wir zahlreich zusammen. Und Sie kennen das, Sie wissen das. Vielen Dank, dass Sie sich gemeinsam weiter einsetzen. Vielen Dank. Ganz vielen Dank, Manon Aubry. Wir haben jetzt kurz Zeit für ein paar Fragen, wenn es die gibt. Kommt bitte hier vorne ans Saalmikro. Keine Fragen, der Vortrag war super. Dankeschön. Und dann geben wir auch gleich weiter. Genau, überraschend jetzt schon. Thank you. Vielen Dank. Guten Morgen. Ich möchte ein bisschen vom Thema abschweifen, aber ich möchte mich für die Zeit bedanken, die wir hier verbracht haben. Nach 3 Jahren der Pandemie und des Abstandshalten war es wichtig, auch irgendwie mal wieder Menschen zu sehen und unter Menschen zu kommen. Sind vor allem auch diese Orte des Austauschs, wo wir soziale Verbindungen wieder eingehen können, in der Zeit, wo wir doch so auseinandergedriftet waren. Und diese Verbindungen einzugehen, ist tatsächlich ein politisches Handeln und revolutionär sogar. Das hat nämlich auch mit Glück zu tun. Und eine soziale Bewegung muss Zusammenhalt haben. Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit und Glück und Freude ist das, was so wichtig ist für Beziehungen. Egal welcher Art. In den letzten Tagen haben wir viel gesprochen. Wir haben viel die dunkle Seite auch beleuchtet.
Es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, mit der dunklen Seite der Macht, denn ich komme aus der Star Wars-Generation. Es ist die Zerstörung der Natur durch Kapitalismus zum Beispiel. Die dunkle Seite ist die Ausnutzung von Menschen und das Absprechen auch von fundamentalen Menschenrechten in der Welt. Es ist die Zerstörung unseres eigenen Lebens. Man kann es auch als Krieg auf vielen Ebenen besprechen, was vor allem der ausgelöst worden ist durch den Kapitalismus. Es ist natürlich kein. Es gibt auch einen Konflikt und einen Krieg wortwörtlich in der Ukraine. Aber es gibt so viele weitere in Jemen, in Palästina, in Kurdistan, in Afrika. Es ist aber auch der Krieg gegen das Klima und die Umwelt. Es ist auch der Krieg der Reichen gegen die Armen. Es ist das Patriarchat gegen die Frauen. Vor 20 Jahren in Porto Alegre, dann in Genua, dann während des ersten Europäischen Sozialforums in Florenz, haben wir gesagt, es ist möglich, eine andere Welt zu haben. Wir sagen es immer noch, es ist nicht nur möglich, sondern notwendig. Zu dem Zeitpunkt waren die 20 Reichsten der Weltbevölkerung im Besitz von 80% des Wohlstands auf der Welt. Heutzutage ist die Lage tatsächlich noch schlimmer. Sind nicht die 20%, sondern die 8% der reichsten Menschen auf der Welt. Die haben nicht 80% der Ressourcen, sondern 83% des Wohlstands und des Reichtums auf der Welt. Ihr wisst es, die Superreichen, die während der Pandemie gearbeitet haben, laut Forbes gibt es ungefähr 650 mehr Superreiche. Heißt, es gab mehr Reiche und Menschen, die Wohlstand gewonnen haben während der Pandemie. Wir erinnern uns an Elon Musk oder Jeff Bezos, die sinnlos ins All geflogen sind und unfassbar viele Emissionen ausgestoßen haben. Heutzutage befinden wir uns immer noch in einer globalen Pandemie und die Pandemie war kein Zufall. Das war eine logische Konsequenz der Zerstörung von Ökosystemen. Es hätte sich vielleicht anders entwickeln können und diese Epidemien wären nicht so groß geworden, wenn wir nicht die finanziellen Mittel reduziert hätten für den Gesundheitssektor zum Beispiel oder für öffentliche Gesundheitsvorsorge. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass Patente für Impfstoffe nicht umgesetzt werden und eingesetzt werden. Uns ging es auch darum, intellektuelles Eigentum frei zur Verfügung zu stellen. Vor einigen Jahren waren wir bei Nelson Mandela, der sich dafür eingesetzt hat, dass es Medizin gibt für AIDS-Erkrankte. Und das ist dasselbe, was wir jetzt versuchen mit Impfstoffen. Der dritte Punkt. Der Krieg in der Ukraine, der nicht nur viele Tote vor Ort verursacht hat, hat weitere Krisen ausgelöst mit ökologischen und ökonomischen Krisen. Es ist die Kriegswirtschaft. Wir haben eine Lebensmittelkrise in Afrika. Wir sehen einen Anstieg der Lebenshaltungskosten in unseren Ländern. Das trifft vor allem natürlich die sozial schwachen Familien. Das werden wir vor allem auch in den nächsten Monaten sehen. Dieser Krieg wirft uns auch 20 Jahre zurück.
gerade wenn wir uns auch die Ökologiewende anschauen. Der Krieg verändert sich und Dinge verändern sich. Aber da gibt es natürlich auch Elemente, die sich nicht verändern. Ein Luciano Gallino, ein italienischer Forscher, hat eine Definition gehabt, um die aktuelle Zeit zu beschreiben. Wir leben in einer Zeit des Klassenkampfes nach dem Klassenkampfes. Er meinte, dass in unserer postideologischen Zeit, wo die Medien und das Establishment die Geschichte erzählen, dass wir alle im selben Boot sitzen, gleichzeitig gibt es die Klasse der sogenannten Gewinner. Diese bringen wieder die Klassenkämpfe auf der sogenannten Verlierer. Die Gewinner sehen natürlich, dass die Menschheit sich vor allem aufteilen müssen und die Menschheit teilt sich dann in Gewinner und Verlierer. Aber der Meinung bin ich nicht. Zum Glück gibt es aber nicht nur die dunkle Seite. Es gibt auch die helle Seite. Also schauen Sie sich immer die helle Seite an. Always look on the bright side of life. Jeder kennt Monty Python und das Leben des Brians. Also die gute Seite und die helle Seite sind die sozialen Bewegungen. Extinction Rebellion, Fridays for Future und viele Klimagerechtigkeitsbewegungen oder Friedensbewegungen, Frauenbewegungen. So viele Bewegungen, Arbeitsbewegungen. Es gibt eine lange Liste. Und auf dieser guten Seite sehen wir auch viele alternative Ansätze. Manon hat es angesprochen mit den Lebensmittelspenden, die sie gesammelt haben zum Beispiel. Wenn es zum Beispiel um neue Formen der Landwirtschaft geht, wenn es neue Formen der Energiegewinnung sind, die unterschiedlichen solidarischen Wirtschaften auch in Lateinamerika und Afrika. Aber auch das Konzept des Teilens. Also gibt es auch viele schöne, strahlende Beispiele und Initiativen. Und all diese setzen sich für die gleiche Sache ein. Wir wollen die Ausnutzung beenden. Von Menschen, die die Natur ausnutzen zum Beispiel, aber auch gleichzeitig die Ausnutzung von Menschen, die Menschen ausnehmen. Soziale Gerechtigkeit. Für diese Abschlussveranstaltung wollen wir natürlich auch die Zukunft besprechen und die Strategien, um hier eine effektive Strategie zu entwickeln, brauchen wir eine Strategie, die es uns ermöglicht zu gewinnen, weil wir gewinnen müssen. Wir können es uns nicht leisten, zu verlieren. Und wir haben auch keine Zeit mehr, so wie es uns die Klimagerechtigkeitsbewegung immer wieder erzählt und uns daran erinnert, täglich tatsächlich. Um eine effektive Strategie zu entwickeln, müssen wir verstehen und erforschen, was unsere Schwächen sind. Unsere Schwächen als Bewegungen. Und ich weiß, das ist nicht einfach, aber wir müssen das tun. Unsere Schwächen. Schwäche liegt vielleicht nicht in der Analyse. Das haben wir in den Tagen gesehen, in den Workshops, in den Foren. Wir können analysieren. Wir können Wirtschaftsmodelle analysieren, wir können Strukturen identifizieren, unterschiedliche Dimensionen sehen und Krisen auf unterschiedlichen Ebenen identifizieren und analysieren. Ich denke nicht, dass unsere Schwäche darin liegt. Auch Lösungsvorschläge sind nicht unsere Schwäche. Unfortunately, being right, both. Leider muss man aber auch sagen, wenn man recht hat in der Analyse und auch in der Lösungsvorschlag muss ich sagen, es reicht nicht.
Selbst wenn wir die perfekte Lösung für die Klimakrise haben oder für die soziale Krise haben, dann reicht das nicht. Wir haben nicht die perfekte Lösung, aber wir haben vielleicht einige Lösungsvorschläge, um ein Paradigma vielleicht auch zu beschreiben. Recht zu haben reicht nicht, um die Entwicklung der Welt zu beeinflussen. Recht zu haben ist nicht unbedingt effektiv. Es reicht nicht, um Dinge zu verändern. Es reicht nicht, um die Machtstrukturen zu verändern. Also was ist unsere Schwäche? Unsere Schwäche ist die Fragmentierung und die Zersplitterung. Wir befinden uns hier in einem internationalen Kontext. Aber als Bewegungen, ich denke, hier gibt es auch Ausnahmen, das wissen wir alle, aber in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, haben wir uns verschlossen, vor allem hinter nationalen Grenzen. Das zweite Thema ist die thematische Fragmentierung. Ich möchte das erklären. Als Wasseraktivist haben wir uns dafür eingesetzt, gegen die Privatisierung von Wasser. Oder wir schauen uns Black Lives Matter an. Dort hat man sich gegen rassistische Diskriminierung eingesetzt. Aber jetzt gibt es keinen Bereich für stabile Beziehungen darüber hinaus. Es gibt kein einheitliches Ziel. Trotzdem, wenn wir uns heute gegen den Feind einsetzen wollen und wenn wir uns einsetzen wollen gegen das Weltsystem des Kapitalismus, wenn wir Machtbeziehungen verändern wollen, dann brauchen wir stabile Verbindungen. Vor allem, also ich denke auch auf einer europäischen Skala. Natürlich reicht es nicht, aber mindestens auf einer europäischen Ebene. Und hier brauchen wir einen gemeinsamen Plan. In der Vergangenheit haben wir häufig dafür eingesetzt, dass wir Tagesordnungen abgearbeitet haben, die andere Leute uns auferlegt haben. Aber wir können damit aufhören, diese Tagesordnungen und die Pläne anderer Leute umzusetzen. Deshalb jetzt der Vorschlag, nach dieser Veranstaltung, dieser schönen Veranstaltung, nach dem September-Klimastreik von Fridays for Future und Extinction Rebellion und anderen wichtigen Veranstaltungen der Bewegungen, lasst uns in Florenz uns treffen, vom 10. bis 13. November. Wir treffen uns mit weiteren Netzwerken in Europa. Es gibt eine viertägige Veranstaltung am 20. Jahrestag des Europäischen Sozialforums. Und unser Ziel ist es, in die Zukunft zu gucken und nicht unbedingt die Vergangenheit zu feiern. Das Treffen im November ist nur ein kleiner Schritt und ein demütiger Schritt in der Schaffung einer stabilen Verbindung von Sozialbewegungen in Europa. Das Treffen wird sich in zwei Teile teilen. Der erste Teil wird auch selbst organisiert sein von Netzwerken. Es gibt ungefähr 30 Veranstaltungen von unterschiedlichen Organisationen. Und an den letzten beiden Tagen, also der 12. und der 13. November, sind vor allem vorgesehen als große Versammlung. Und hier wollen wir wirklich in den Austausch eintreten. Hier geht es nicht darum, dass Aktivisten über ihr eines Thema sprechen. Wir wollen nicht, dass Umweltaktivisten über die Umwelt reden, Pazifisten über den Frieden reden. Wir möchten grenzüberschreitende Fragen und intersektionale Fragen stellen vielleicht. Themen, die uns alle angehen. Mit dem Ziel, in eine richtige Diskussion auch einzutreten. So, dass wir vielleicht auch einen Schritt in die Zukunft gemeinsam gehen können. Vielleicht damit wir auch verstehen können, warum wir keine stabile Verbindung eingehen können.
Die erste Frage, die wir natürlich noch besprechen in dem Vorbereitungstreffen, ist, wo entwickelt Europa sich hin? Und was ist die Rolle von Europa in einer sich verändernden Welt? Vor allem auch in dem geopolitischen Rahmen und auch vor dem Hintergrund mit dem Krieg in der Ukraine. Vor einigen Wochen hat der chinesische Präsident Xi Jinping eine Veranstaltung organisiert mit Ländern wie zum Beispiel Brasilien, Südafrika, Indien. Und die Frage war, wofür? Die Idee war, eine neue, weltweite, neue Machtstruktur, um hier auch den Fokus vom Westen in Richtung Osten zu beginnen. Das chinesische Projekt momentan scheint es eine neue Währungsmacht aufzubauen, um vielleicht auch die Macht vom Euro und dem Dollar abzuziehen. Die Welt verändert sich und die Globalisierung, so wie wir sie kennen bisher, verändert sich. Und es gibt immer wieder Krisen, die aufkommen in dieser Zeit, wirtschaftlich oder auch, wenn man sich die Natur anschaut. Es ist klar, wir schauen uns jetzt an, dass wir eine Deglobalisierung sehen oder selektive Reglobalisieren. Also die Frage, was ist die Rolle Europas in dieser sich verändernden Welt? Was ist unsere Rolle als Europäer und als Aktivisten? Die zweite Frage, die wir stellen wollen, ist, wie wir den extremen Rechten ihren Nährboden entziehen können. Die politische Rechte schafft es immer wieder voranzukommen, weil sie die falschen Antworten oder die leichten Antworten finden für schwierige Fragen. Zum Beispiel Schutz bei der Frage von sozialen Fragen. Viele politische Ideen haben bisher das Leben von Menschen nicht unbedingt leichter gemacht, gerade auch in dem neoliberalen Zeitalter, in dem wir uns befinden. Zum Beispiel Ausländerfeindlichkeit, Ausländerhass ist weiter verbreitet in Regionen, wo tatsächlich gar keine Ausländer leben. Aber häufig ist dieses Gefühl nicht unbedingt der Hass gegen das Fremde, sondern Einsamkeit. Und das stellt sich ein, weil wir uns in einer kapitalistischen Welt befinden. Wie ich schon gesagt hatte, Recht zu haben reicht nicht. Also warum schaffen wir es nicht, hier auch Unterschiede zu machen? Wie können wir unsere Ideen verstärken in dem Kontext von der Demokratie, in der wir uns befinden? Vielleicht auch in diesem postdemokratischen Zeitalter, um hier auch andere zu zitieren. Und wie beeinflusst es unsere nationale Politik und auch die europäische Politik? Um hier zum Schluss zu kommen, ich hoffe, ich konnte hier einige Dinge erklären unseres Vorschlages. Wir wollen es schaffen, den Boden zu schaffen für die Zukunft, um die aktuelle Zeit zu verbessern. Wir wollen die neue Generation im November auch sprechen hören. Wir wollen die Bewegungen aus Osteuropa sehen. Wir wollen vielleicht auch die Südküsten
des Mittelmeerraums hören. Und wir wollen natürlich auch die bekannten Aktionen und Organisationen sprechen hören. Unsere Hoffnung ist es, dass wir in Florenz bereichert worden sind, damit wir auch sinnvolle Beziehungen eingegangen sind, hoffentlich mit anderen Organisationen. Vielleicht auch, um gemeinsam sich auf einen Plan zu einigen, um gemeinsam zu gewinnen, um auch diese Zersplitterung hinter uns zu lassen, die uns davon abhält, gemeinsame Ziele zu erreichen, um glücklich in die Zukunft gemeinsam gehen zu können. Wir sehen uns in Florenz. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Tommaso? Ergänzende Statements, Impulse, Ausbrüche? Die müsst ihr natürlich nicht hier austragen. Wir können auch einfach weitermachen. Und zwar würde ich da erstmal kurz an Sonja wieder übergeben. Genau, danke. Was? Da kommt doch eine Frage? Okay, dann warten wir. War doch keine Frage? Okay, das war ein Fass. Aber danke, dass ihr alle gewartet. Nein, okay. Eine Frage. Bitte einmal ans Saalmikro kommen. I speak in English. Because in Spanish, or in Spanish, I don't know. Okay, in English. Thank you very much. I'm very happy to be here. I have learned a lot about social movement and the relationship with the politics. Social movement, I mean movement for social justice, for environmental justice, for climate justice, and feminist movement. But I would like to say you something that I think we forgot ecological justice. Aus der ökologischen Gerechtigkeit kommt das Recht auf Natur. Okay. In Spanien hatten wir auch während Corona eine wichtige soziale Bewegung. Wir hatten eine ökologische Bewegung. Und es sind neue Leute dazugekommen. Wir haben neue Bewegungen gestartet. Mehr als 700.000 Unterschriften konnten wir sammeln. Damit sind wir zum Parlament gegangen und wir haben erlangt, dass alle Politiker aus der Linken, aus der Rechten, aus der Mitte uns zugehört haben. Unserer neuen sozialen Bewegung, die wir für ökologische Gerechtigkeit kämpfen, weil das Recht auf Natur kann nicht kommen nur aus der Klimabewegung.
und nicht nur aus der sozialen Gerechtigkeit. Gerade an diesem Wechsel des Millenniums, des neuen Millenniums, das jetzt startet. Und wir müssen dann nicht nur für die Menschen kämpfen und nicht nur für das Recht der Menschen, die Klimagerechtigkeit ist dabei sehr wichtig, aber wir müssen auch die Natur beschützen. Und das wiederum ist gut für uns. Und da müssen wir unseren Horizont erweitern. Und sehen, dass wir auf diesem Planeten auch mit einer anderen Realität leben, die nicht human ist, die nicht menschlich ist, die aber auch ein Recht hat, zu leben. Und ich wollte heute nicht gehen, ohne euch das noch gesagt zu haben. Ich denke, das ist alles gut. Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Und es ist aber auch ein neues Paradigma, auch für die Natur zu kämpfen. Just a small thing. Ich stimme dir vollkommen zu, was du ökologische Gerechtigkeit genannt hast. Ich würde das Klimagerechtigkeit nennen, aber es ist das Gleiche. Aber ich denke, manchmal fehlt doch fast eher das soziale Projekt. Deswegen würde ich soziale Gerechtigkeit mit dazu denken. Es gehört zusammen. Also die Klimagerechtigkeit beinhaltet soziale Gerechtigkeit. Und was ich Glück genannt habe und die sozialen Verbindungen, das gehört da auch mit dazu. Ich möchte noch eine Sache sagen. Dieses anthropozentrische Weltbild und wir sind aber ein Teil der Natur. Und es hängt alles zusammen. Also ökologische Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit, das gehört zusammen. Wenn man jetzt nun an Müll denkt, der wird recycelt in armen Regionen. Und das ist unser Ziel. Dass wir diese sozialen Veränderungen mit zusammendenken. Danke. Ist das noch eine Frage? Oder wir wollten nur Fragen zulassen, keine Co-Referate oder wenn möglich. Weil es ist die Abschlussveranstaltung. Nein. Okay. Danke für das Verständnis. Wir machen jetzt weiter. An uns liegt es jetzt, Maria und mir, nochmal diese Veranstaltung ein bisschen vorbeiziehen zu lassen, weil diese erfolgreiche, anregende und wundervolle Veranstaltung unserer Europäischen Sommeruniversität der sozialen Bewegung geht jetzt zu Ende. Also ihr wart teilweise 650 Menschen, die hier vor Ort waren, aus 20 Nationen. Besonders gefreut haben wir uns dabei natürlich über die Gäste, die auch außerhalb von Europas hierher gekommen sind. Genau, in 11 Foren, 4 Plenarveranstaltungen, über 80 Workshops, Open Spaces, viele Kleingruppen haben wir uns kennengelernt, diskutiert und hatten viel
und eine super Zeit zusammen. Zudem lief fast wie nebenbei noch ein sehr umfangreiches Kulturprogramm. Also ich auf jeden Fall habe gestern Abend nicht mitgetanzt, aber viele Leute tanzen sehen. Es gab zwischendurch auch noch Lesungen, Filme und Theaterstücke. Sehr vieles davon war geplant, einiges ist aber auch noch spontan dazugekommen und entstanden. Genau, und gestern hatten wir die Gelegenheit, zum Tagebau nach Garzweiler zu fahren und das von Zerstörung betroffene Dorf Lützerath zu sehen und dabei das Dorf oder die Menschen, die versuchen, dieses Dorf zu schützen, mit einer Aktion zu unterstützen. Und die Gelegenheit möchte ich hier kurz ergreifen, dass es in Lützerath am 27. August eine Demo geben soll zu Erhalt des Dorfes, damit dort nicht weiter abgebaggert wird. Und ab 1.9. brauchen die Menschen in Lützi viel Unterstützung, ob ihr dazukommt oder ob ihr vielleicht in sozialen Medien unterwegs seid. Beobachtet es, bleibt dabei. Und jetzt kommen wir auch schon zu den finalen Sätzen. Danach könnt ihr euch gerne noch im Austausch bewegen oder auch direkt auf die Heimreise gehen. Also was ich zur Europäischen Sommeruniversität auf jeden Fall auch persönlich noch sagen will, ist, dass es ein, würde ich sagen, lange ersehntes Treffen war, nach 2 Jahren Pandemie endlich wieder zusammenkommen zu können, auch sich persönlich zu sehen, zu treffen, auszutauschen. Und natürlich hat die ESU wiederum deutlich gemacht, was wir brauchen oder wie der Weg aussehen wird, ist internationale Vernetzung. Grundsätzlich und vor allem in Zeiten von sich zuspitzenden Krisen, wie wir sie gerade wieder vermehrt erleben. Und die Lösung dafür wird auf jeden Fall grenzenlos und global sein müssen. Das wird sich nicht in einem Land abspielen, das werden wir alle zusammen regeln müssen und dabei natürlich auch die unterstützen, die nicht die gleiche Teilhabe haben wie wir jetzt schon. Und ich hoffe, ihr konntet hier alle neue Kontakte knüpfen, habt Impulse bekommen, Motivation vielleicht mitgenommen und auch ein Gefühl von Solidarität, was ihr in eure täglichen Kämpfe mitnehmen konntet. Und wir freuen uns, euch hoffentlich wiederzusehen, entweder auf der nächsten Europäischen Sommeruniversität oder in vielfältigsten Veranstaltungen, Demos, was auch immer es gibt, was Menschen zusammen veranstalten können. Wir wünschen euch dabei gutes Gelingen und jetzt erstmal eine gute Heimreise.